Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Asreiter und wir sind hier in Folge Nummer, ja, weiß ich nicht mehr, 227 müsste es sein. Und wir sind einen Sektor weiter und wie ihr seht, da gibt es ein Tor, da wollen wir uns gleich mal drum kümmern und schauen, was hier im Sektor los ist. Wir suchen ja ein Ressourcendepot, um was zu verkaufen etc. Und das Zweite ist natürlich, dass wir irgendwo dann noch vielleicht wieder Ausrüstung kaufen können oder irgendwie sowas haben wie was abbauen können, also ein Schiff bauen. Müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Der Thomas Stehler hatte das ja geschrieben, dass wir gucken sollen, dass wir abbauen, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir danach. Bis gleich. So, was sagt denn die Karte erstmal in Richtung dieses Sprungtores? Ich gehe von aus, dass das dann wieder aus dem inneren Zirkel rausgehen könnte, muss aber nicht. Nee, dürfte eigentlich nicht, sonst wäre ja komisch, wenn man von einem Sprungtor raus kann. Das heißt, wir müssten eigentlich nur schauen, dass wir da mal hinkommen, weil eigentlich müsste das ja im inneren Bereich bleiben. Es kann ja nicht sein, dass das außen ist, oder? Wir werden es prüfen, ob dem so ist. So, da sind wir durch. So, in die Karte reingeguckt und dann, na, wir sehen da natürlich jetzt nicht so viel, aber ich gehe davon aus, dass das im inneren Bereich geblieben ist. Hier gibt es leider keinen grünen Blips. Das ist schade. Springen wir mal gerade einfach hier in den nächsten Sektor nochmal gerade, um zu gucken, was da ist. Überraum lädt auf, Sprungroute ist berechnet, sehr gut. Und gucken, was es in den Blips da gibt. Na? Okay, hier sind ganz viele Leute. Super Disruptor. Der Boss ist beschäftigt. Welcher einer ist das? Die Lipperie-Piraten. Feindselig im Krieg. Okay, dann fliegen wir mal weg. War jetzt nicht so das Ding. Ich mache mal aber noch einen Sektor weiter. Okay, dann müssen wir auch noch auf die drauf zufliegen. Warten wir mal, bis der Sprung berechnet ist, oder? Sprungroute ist berechnet. Und schön an dem Asteroiden hier vorbei. So, nächster Bereich. Schauen, was da los ist. Na, warum lädt das denn so lange? Und die nächsten, hier sind nur solche. Ich wollte den da hinten haben. Gleiche Sippe. Gibt es denn nur solche Piraten? Sollen sie mal rechts vom Tor springen? Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen, okay. Das sind dann bestimmt die Xotan, ne, oder? Mal gucken. Ja. Und die machen die Piraten platt oder ist es umgekehrt eher? Ja, Zweierstufe, Dreierstufe, da ist schon richtig was los, ne? Aber ich glaube, die Piraten sind tatsächlich stärker, kann das sein? Ja, das sieht danach aus, als ob die Piraten die Zotan da fertig machen. Dann springen wir mal lieber weg. Dann versteht man natürlich nicht, dass die Xotan im Zentrum noch sind, wenn die Piraten noch stärker sind, oder? Aber die sind vielleicht nicht einheitlich und das ist das Problem dann, ne? Schauen wir mal, was im nächsten Sektor ist.
Aber diese gelben Blips, ich glaube, die helfen uns nicht weiter, ne? Aha, jetzt sind wir doch in einem Bereich, wo... Oh, wir haben Klamotten da rechts verkauft. Kann das sein? Ah, hier ist jetzt mal ein Sektor, wo es dann andere gibt. Ah, Xotern sind das aber. Stufe 2, okay. Und was ist hier alles so los? Alle Schiffe von denen, ne? Das bringt mich also nicht weiter. Ja, lass uns dann hier in den Dingens wieder springen. Zum Sprungtor springen. Das macht hier, glaube ich, weiter keinen Sinn gerade. Also Drehgeschwindigkeit von dem Ding ist natürlich phänomenal jetzt, ne? Okay. Ist denn hier noch mehr drin? Habe ich gar nicht geguckt, ne? Ne, N muss ich drücken. Ein Kreuzer Xixia ist da. Wo ist das Sprungtor? Da. Also da durch wieder in unsere wohl besseren Gefilde, wenn man das so sagen kann. Schauen wir mal auf die andere Seite wieder. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich da über die Mitte hinaus war oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier zwei Wegpunkte nach da und nach da. Also zwei Tore. Wir nehmen einfach mal das jetzt, egal wo es hingeht. Es geht nach Ost, Nordost. Schauen wir mal, dass wir da durchkommen. Okay, nicht gerammt. Ist schon mal was, ne? Na? So. Tatsächlich sind doch hier Verbindungen da jetzt. Vielleicht passt es doch. Aber seht ihr hier, die geht nicht darüber. Das passt hier nicht. Das passt hier nicht. Chemiefabriken sind hier. Güterschiff. Ich glaube, ein Güterschiff kann man nach einer Heimat fragen, oder? Warte, so und dann F. Ja. Wo ist dein Heimatsektor? 160 minus 46. Ich glaube, das war außerhalb, oder? 160. Ha? Ah, hier ist es. Ja, 160 ist hier und ja, das ist außerhalb, glaube ich. Aber es ist halt nicht so schlimm. Wir sind auf jeden Fall im richtigen Bereich. Jetzt müssen wir nur gucken. Ja, nach Norden doch kann man springen über diesen Schlitz. Das geht durch ein Tor. Norden, machen wir doch mal. Das ist eine Ecke weg, das Tor. Aber wir sind ziemlich schnell unterwegs. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Jut. Vielleicht finden wir mal einen Sektor, wo das passende für uns ist. Handelsposten voraus. Oh, hier ist noch eine andere Fraktion wohl. Ressourcendepot, das ist doch schon mal was. Fliegen wir doch erstmal da in die Richtung. Und da hinten ist das Tor zu dieser anderen Fraktion, die auch im Kern wohl ist. Na? Dann sind wir schon gedockt. So, Ressourcenhandel müssen wir. Okay.
Geld zu kriegen. Aber was verkaufst du hier, ne? Achso, da. Ja, gute Preise ist was anderes, ne? Jetzt habe ich es gekauft, ne, ne? An Station verkaufen. Das hätte doch weniger werden müssen. Achso, die Vorräte von der Station sind das okay. Da sehen wir unser Geld. Okay, da gibt's was drauf dann. Xanion. Ja, komm, machen wir auch noch. Jetzt sind wir 3,6 Millionen. Ja, komm, wenn, dann machen wir alle, ne? Fertig. Wurde bezahlt. Ressourcen für 664, okay, 104. Das waren dann die unteren Bereiche. Gut, was hatten wir hier noch? Den Handelsposten. Wir haben ein Güterschiff, das wir fragen können, was uns aber wahrscheinlich weiterbringt. Wir können aber hier gerade das Tor anklicken, weil das in einen Bereich reingeht, wo wir wahrscheinlich dann, sag schon, eine neue Fraktion entdecken vielleicht, oder die UUK, keine Ahnung. Wir sind aber mit denen wahrscheinlich, nee, die haben wir noch nie gesehen, kann das sein? Da steht nichts mit neutral oder sowas, vielleicht sollten wir die doch mal kennenlernen. Neue Mission, dringende Lieferung, Mission anpinnen. Gucken wir uns doch mal an, aber ich glaube, das ist jetzt nichts für uns Wichtiges, oder? Dringende Lieferung. Lass uns erstmal gucken, was hier los ist. Zerstörer, Schrottplatz ist hier, okay. Und zwei weitere Gates. Das ist jetzt die erste Fraktion und die können wir noch da. Gibt es einen grünen Blip, oder? Ja. Was ist das? Die UK, da steht jetzt nichts bei. Mit denen müssen wir neutral sein, ne? Jetzt gehen wir hier mal auf den Briefumschlag. Ah, das ist die Begrüßung. Wir wissen, dass jeder nur zu einem Vorteil handelt und vertrauen deshalb niemanden. Geld und Güter sind uns nicht allzu wichtig. Es gibt dringende Angelegenheiten, auf die wir uns konzentrieren möchten. Wir verzeihen Fehler, doch Missgeschicke zeigen sich dadurch aus, dass sie selten sind. Häufig Unfälle wirken wie Absicht. Wir nutzen jede gute Gelegenheit, die sich uns bietet. Und so kann man es in dieser Galaxie etwas bringen. Mit freundlichen Grüßen. Ja, automatisierte Begrüßung. Sehr schön. Und da sehen wir, dass wir mit den Ukai schlecht sind sogar. Obwohl, nee, das ist das schlecht, ja. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Was haben wir hier? Achso, das ist ja jetzt sowieso so ein Schrottfriedhof, das bringt mir gar nichts. Okay. Das bringt mir jetzt gar nichts hier. Dann würde ich sagen, steuern wir das West-Süd-West-Tor an. Gucken wir, dass wir da durchfliegen. Okay. Ja, hier geht es wiederum weiter, aber im Endeffekt bringt mir das hier alles nichts, ne? Ist das Südtor jetzt? Ja, dann nehmen wir das und kommen wieder in unsere Region, denke ich mal, über einen anderen Weg rein. Schauen wir mal. Handelsposten von dem Blauen ist hier auch wohl. Aber sonst ist jetzt nichts. Oh, da geht's zum dritten Fraktion sozusagen. Und wo ist das?
Südost. Südost, ja, das können wir ja nur nehmen dann. Damit wir wieder Richtung Blau kommen, ne? Weil mit denen sind wir gut Freund, da müssen wir nur die passende Station finden. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Asteroiden auf unserem Weg hier. Sieht eigentlich gut aus, oder? Sieht immer so ein bisschen aus, als ob ich da gleich gegenknalle, ne? Schauen wir mal. Da müssen wir auch weiterspringen, wenn es geht, ne? Ach, guck. Nach Süden geht's und nach Ost-Nordost. Dann nehmen wir den Weg nochmal, ne? Da war das Tor wieder. Oder wir springen gleich hier per Hyperraumantrieb da ein. Ich denke, wir machen mal das und gucken, dass wir dann hier diese anderen Bereiche nochmal schauen, dass wir da hinkommen und weiter gucken. Ich würde sagen, aber das soll erst für die Folge sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.